Cosplay! Was sind das für Animationen, Alter? Mami. Nein! Ulti! Ich bin verliebt. Ach, ich kann das nicht. Diese Games mit all diesen wundervollen Mamis. Ich habe Lust, jetzt mal Honkai Star Rail auszuprobieren. Das kam nämlich gestern, glaube ich, raus und ist von den Machern von Genshin Impact. Das ist eine Produktplatzierung. Ich werde dafür bezahlt, dass ich dieses Game anzocke, habe es aber ehrlicherweise gesagt eh vorgehabt, das zu spielen, weil, ja, neues Game von den Genshin Impact Machern möchte ich mir gerne anschauen. Ihr könnt gerne das Game runterladen, wenn ihr das auch spielen möchtet. Und wenn ihr mich supporten wollt, könnt ihr das gerne über den Link machen, den ich euch im Chat gepackt habe. Und im Command bei Nightbot stehen auch ein paar Codes drin. Die müsst ihr einfach bei Codes eingeben. Da kriegt ihr auch ein bisschen von dieser Ingame-Währung, dass ihr noch ein paar von den Charakteren ziehen könnt. Kostet euch aber nichts. Oh. Ja, es wird wieder so wunderschöne Charaktere haben. Die spielt auf der unsichtbaren Violine. Da spiele ich dir doch glatt eine traurige Weise auf der kleinsten Violine der Welt. Oh, buhu. So viel Cosplay-Material, oh mein Gott. Cosplay! Oh, okay, das ist so ein bisschen Final Fantasy Kampfsystem. Setze Standardangriff gegen den ausgewählten Gegner ein. Okay, der Gegner ist dran. Rundenbasiert. Die haben das aber auch drauf, oder? Einfach so geile Character Designs zu haben. Sind wir gerade in diesem riesigen Zug im Weltall? Was ein Konzept. Alle Figuren verfügen über eine mächtige Ultimative, den sie ansetzen können, wenn ihre Energie voll ist. Dämmerstille. Okay. Was sind das für Animationen, Alter? Oh mein Gott. Übertrieben schön. Die spielt einfach, wie heißt dieses Game, wo du die Sachen drücken musst. Ach verdammt, Ozu. Ihre ultimative Fähigkeit ist einfach Ozu Pro. Aber irgendwie cool, diese Mischung aus 3D-Welt, aber dann rundenbasierte Kämpfe. Ist interessant. Hab Crush auf Kafka. Ich glaube jeder. Oh mein Gott. Mami. Wie kann bitteschön eine Gamefirma ausschließlich geile Charaktere machen? Behältnis Stella aktivieren, Behältnis Saelus aktivieren. Ah, wen spielen wir? Girl it is. Codename des Behältnisses ändern. Aber das muss ein cooler Codename sein. A-Ni. Punkt 1. Das ist ein cooler Codename. Das Game ist übrigens auch plattformübergreifend. Also wie Genshin Impact könnt ihr das am PC spielen und am Handy spielen. Und der Spielstand bleibt online quasi. Du wirst bald alle möglichen Gefahren und Strapazen erdulden, aber auch viel Schönes erleben. Du wirst Mitstreiter finden, die dich als Teil ihrer Familie betrachten und mit ihnen einen unglaublichen Abenteurer ziehen. Oh, wie cool. So gefällst du mir. Mami, im wahrsten Sinne des Wortes. Mami! Daddy, oh! Nein! Oh, verstehe. Alles klar, da hat der eine Eisschwäche, da macht es natürlich mega Sinn, da mit Eis anzugreifen. Die Macht der Niedlichkeit. Oh mein Gott. Rules are made to be cool. Ulti. Mit einem Baseballschläger. Eins Angriff reicht jetzt gerade. Cool. Okay. Now we're talking. Gletscherkaskade. Was? Schneehäschen? Ätherischer Traum. Bruder, was? Halb Cinematic. Der hat aber gar nicht viel Schaden bekommen von meiner Ult. Das sieht gar nicht gut aus. Der ist stark. Sternstaubass. Cool. Stirb endlich! Verdammt. Ich glaube, wir haben es geschafft, oder? Nein, Erholung von gefroren. Oh mein Gott. Haben wir es geschafft? God bless. Oh, wer bist du denn? Himeko. Oh mein Gott, ich bin verliebt. Wie kann denn ein Charakter geiler als der andere aussehen? Himekos Ulti hat mich zum Sabbern gebracht. Oh mein Gott, ich muss sie sehen. Oh Gott, ich liebe Himeko. Oh mein Gott. Stellar Warp. Du kannst mit Warp Sigur und Lichtkegel erhalten. Ja.
Das ist eine sehr coole Animation. Oh, wir haben Asta bekommen. Man kann aber Himeko bekommen? Champ! Innerhalb von 50 Warps erhältst du garantiert eine 5-Sterne-Figur. Ihr seid ja alle nett, aber Himeko... Verliebt! Also können wir dann jetzt schon... Wir können 20 Mal machen. Komm. Feines Obst. Bernstein. Unter dem blauen Himmel. Korb. Zerstörtes Zuhause. Dann hängen. Haben wir schon. Mann. Ich bin kurz erschrocken. Die haben wir nur auf Probe drin. Die haben wir nicht wirklich. Oh, sie ist so schön. Ich liebe sie. Oh mein Gott. Kann ich? Oh mein Gott. Was hat die für eine Riesenwaffe? Ein Pizzaroller. Oh mein Gott, ihr habt recht. Sieht wirklich aus wie ein Pizzaroller. Oh, jetzt kämpfen wir mit ihr. Wie cool. You won't get away. Sie holt den Pizzaschneider raus und tötet fast alle einfach damit. Ulti, 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 Ulti. Ja! Himmlisches Leuchtsignal. Ja, gönn. Excuse me? Bitte was? Eine riesige Explosion, während sie Tee trinkt. Das ist deren Ernst. Ah, ich kann das nicht. Diese Games mit all diesen wundervollen Mamis. Bossfight? Bossfight! Sie ist so cool. Ich will nochmal diese Ulti sehen, bitte. Oh! Das ist so wild. Was macht der? Wie durch ein Wunder leben wir noch. Direkt die Ulti noch drauf. Komm schon. Eieieiei. Oh Gott. Wir haben's. Nein, wir haben's noch nicht. God bless. Wir erinnern uns an irgendwas. Wer war das denn? Hallo, können wir den nochmal kurz sehen? Okay. Okay, wer ist das? Natürlich schiebt er sich die Brille hoch. Okay, what? Was passiert hier? Welcome back, Herta. The true master of the space station. Natürlich ist der Meister der Raumstation eine Loli. Oh, jetzt sehen wir den Zug endlich. Das ist der Star Rail, oder? I'm over here. Der heißt Pompom. Süß. Ich glaube, wir können nochmal 10 machen. Okay, Leute. Ting Yun. Das ist eine Fox Lady. Oh mein Gott. Mein Herz möchte das cosplayen. Scheiße. Oh mein Gott, ich muss das cosplayen. Das ist zu schön. Wir sind einfach in einem Zug. Alter, das ist dein Zimmer? Wo schläfst du? Oh. Die Frage hat sich erledigt. Haben wir auch ein Zimmer? Ich glaube nicht. Na gut, müssen wir jetzt schlafen. Alter. Did I get dragged into a science fiction movie or something? This Stellaron thing in my body? Stars? The preliminary analysis are here. The anomaly stems from a Stellaron. Was ist denn für eine Stimme? Red mehr bitte. Just like the one that's been placed into your body. Brille und so eine geile Stimme, da bin ich doch am Start. Was sollen wir tun? Don't worry. Nicht du, der andere soll antworten. There must be an inextricable connection between the Stellaron we're dealing with here and Urelos 6 becoming a frozen planet. Becoming a frozen planet. Aber ein schönes Spiel bisher. Ich finde es ein super cooles Konzept mit diesem Zug, der irgendwie durch Raum und Zeit reisen kann, auf verschiedenen Planeten landet und so. Also Gacha-Game hin und her. Und das ist halt das, warum Genshin Impact auch so nice ist. Es hat halt trotzdem eine geile Story. Es sieht wirklich schön aus. Kostet das Geld? Nein, es ist komplett umsonst, das Game. Du kannst es komplett umsonst spielen. So, das Einzige, was Geld kostet, ist diese Ingame-Währung, mit der du dir mehr Charaktere ziehen kannst. Aber diese Ingame-Währung kannst du dir auch erspielen und dann halt Charaktere ziehen. Ne? Dankeschön fürs Zuschauen, liebe Freunde. Peace. Zweiter Tag. Dadurch, dass das natürlich ein Placement ist, habe ich von Honkai Star Rail 300 € Guthaben bekommen.
um das ins Game reinzustecken. Und wir haben jetzt ganz viele Credits und können heute ganz viele Charaktere ziehen. Und ich habe richtig Bock drauf. Wir starten direkt rein. Immer wenn ich so einen Anime-Boy sehe, denke ich mir, Nick könnte den bestimmt gut cosplayen. Ich finde, er hat so ein Anime-Boy-Gesicht, oder? Ich sag's euch, Nick und ich, wir müssen zusammen cosplayen. Ich halte das nicht mehr aus. Wir ziehen erstmal ein bisschen hier. Jetzt ist übrigens der Pull unser der 41. bis 50. Deswegen kriegen wir jetzt endlich unseren 5-Star. Jetzt kommt er. Da ist er. Bronja? Das ist nicht die, die ich haben wollte. Aber die sieht auch wieder so... Oh mein Gott, sieht die geil aus. Wie machen die das nur? Wer sind die Charakterdesigner, dass sie so freshe Charakter immer hinkriegen? Nach 300 Standard-Warps, du kannst du eine dieser Figuren auswählen, deinem Team beizutreten. Ach, okay, krass. Also nach 300 kann man sich sogar einen aussuchen. Und nach 50 ist aber auch safe jemand drin. Wie war das nochmal? What? Is there something on my face? Ja, Schönheit. Do you want to mention the time we smashed a hole through Taikian Stadium? Or shall I? Er hat ein Loch durch Taikian Stadion geschlagen. Kann auch ein Loch durch mich schlagen. Unless you enjoy trailblazing through 2 weeks of community. My fine fellow, was that really? Nick muss den cosplayen. Also einfach alle, ja, einfach alle. The name's Sam Pokoski. Sam Pokoski. Und ich bin ein Sim Pokoski. Nee, der ist nicht mein Typ. Wir haben ein richtig beschissenes Team für diesen Kampf. Wir haben alle keine Schadenssachen. Wir haben nur Unterstützung. Ich habe nur nach Waifus ausgesucht. Ich Trottel! Fuchsley ist leider useless. Mann, die ist immer so schön. Nein, Fuchsley ist tot. And the prime suspect, the one with the blue hair? Wir sind nicht seine Komplizen. Yeah, we'd never team up with someone like him. Zeig ihm die Fotos, Merz. Photos. Mit deinen Nudes wirst du ihn schon umstimmen können. Outsiders, follow me. Hat funktioniert, seht ihr? Welcome to Bellaborg. Boah, was eine geile Stadt. Vince Boah. Of the Supreme Garden. Ich will mir die Stadt angucken. Yes, Mother. Mother? Sie ist die wahre Mami. Of course, I understand. Oh Gott, mit wem redet sie? Sie ist böse. Do not worry. Ist sie jetzt böse? Ist sie jetzt gut? Egal ob böse oder gut, Hauptsache Mami. Hauptsache Mami. Okay, jetzt können wir in der Stadt rumrennen. Oh mein Gott, es ist so pretty. Es ist einfach Anno 1800. Ich liebe es. Oh mein Gott. Wie komme ich denn da hin? Was ist das denn? Mülltonne. Eine Mülltonne, in keiner Weise bemerkenswert. Kämpfst gegen den Drang, sie öffnen zu wollen. Ich möchte diese Mülltonne öffnen. Deine Deckel, ein schwacher goldener Schein hervor. Süß und verführerisch. Du holst Tiefluft und öffnest den Deckel. Sie ist leer. Was? Begreifst du die Mülltonne? Ein Stück Eisenschrott auf dem Boden. Deine harte Arbeit hat sich gelohnt. Du hast endlich den Schatz gefunden. Du schaust zurück auf deinen Begleiter und irrationalen Blick. Oh, du musst dies erklären. Ich verstehe schon, der Drang ist zu groß gewesen. Wenn du diesen Weg einmal eingeschlagen hast, gibt es keinen zurück mehr. Ach du Scheiße. Profilbild. Eine Mülltonne für das Abschließen von 5 versteckten Missionen. Na gut. I am Bronja Rand, acting commander of the Silvermane Guards. I herewith temporarily strip you of your freedom of action and speech. Was? This is an orchestrated betrayal, obviously. Dunham, the alley. Oh oh, wir rennen jetzt. Wir flüchten einfach vor der Polizei? Jetzt oder nie? Trio, Zweipaar, Ass! Niemand weiß, was das bedeutet. Oh, ich will kämpfen, ich will kämpfen. Wir können kämpfen. Mein Gott, wie kann man so cool sein? Hook aber auch cool. Mit dem Feuerschaden. Das Game ist geil. Ich habe richtig Spaß dran. Auch so das Kampfsystem. Ich habe eigentlich immer gesagt, dass ich kein Fan von so rundenbasierten Kampfsystemen bin, aber macht schon Spaß. Und es hat so viel Story. Ich weiß nicht, warum Genshin mich irgendwie nicht so gepackt hat. Wahrscheinlich sollte ich ihm einfach nochmal eine Chance geben. Das Game ist irgendwie... Irgendwie hat mich das. Und ich finde es so geil, wie viele weibliche Charaktere in diesem Game sind. Ich weiß nicht, ob das aufgefallen ist, aber es gibt so viele coole weibliche Charaktere hier. Jeder krasse Charakter hier ist irgendwie eine Frau. Nur so nebenbei, aber das fällt schon auf, finde ich. Wen cosplay ich davon? Ich weiß nicht, warum mich ihr Design so krass anspricht. It just speaks to me. Wisst ihr, was ich meine? Mit diesen Tränken hier am Hals. Irgendwie finde ich das so geil. Ich habe richtig Bock, so hier diesen ganzen Krempel zu basteln irgendwie. Wisst ihr, was ich meine? Dieses Ding sieht auch so wild aus. Hier wachsen unten wachsen so Pilzsporen drin. Das ist irgendwie so ein Glasbehälter. Ich wüsste gar nicht, wie ich das machen würde. Junge Dima! Rein da. Gönn dir. Junge. Hast du gerade 100 Euro rausgeballert? Da müssen wir ja eigentlich einmal dann reincashen.
Seele haben wir schon. Heißt, wir müssen den Banner eigentlich gar nicht mehr ziehen und wir haben auch alle drei von denen. Heißt, wir gehen nur in Standard-Banner rein, denn wir wollen Himeko. Noch 200 Warps und dann können wir uns sogar eine aussuchen von den 5 Stars. Unsterbliche Glut. Ja, welche Sachen? Level 3 Stern. Oh, Pela. Nochmal. Eine Ewigkeit später. Gönn. Okay, Leute. Nein! Nein! Zweites Mal Standard-Banner Gold. Zweites Mal ein Papier. Da, Mann! Ich bin traurig. Oh, mein Herz war gerade. Ich dachte, aber nein. Ja, das war doch ernüchternd. Du bekommst schon Himeko, aller spätestens nach deinen 300 Pulsen. 100 Pulsen noch. Mario, 100 Euro, ihr seid doch bescheuert. Für Himeko. Das ist nicht gut, dass ihr diese Sucht von mir dann auch noch so befeuert, Leute. Aber ich meine, dann kann ich ja eigentlich nicht anders, als es dann einfach zu machen. So, Leute. Ihr seid so bescheuert. Es ist für euch. Let's go. Himeko. Ich brauche einen Chant von euch im Chat, bitte. Das ist sie jetzt, oder? Das ist keine geile Rothaarige. Der Typ ist auch geil. Aber mit deiner geile Stimme. Willkommen auf Frozen Planet. Nein! Okay, okay, okay. Was? Direkt hintereinander? Ich calle Welt C1. I call Bait. Sagt ihr Waffe? Sagt ihr Lichtrelikt? Scheiße. Nein! Sampo! Neek, es ist Neek. Aber wir haben zweimal Gold bekommen. Das war schon hart. That was it aber erstmal mit Honkai für heute. Ladet euch das Game gerne runter. Sehr, sehr gerne über meinen Link. Wie gesagt, das supportet mich immens. Gönnt euch, tragt die Codes ein, dass ihr noch den ganzen Free-Stuff abkriegt. Na gut, danke fürs Zugucken. Gute Nacht.